Für günstige, schnelle und sichere FIFA-Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft-Points, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Simon von den Gamer Brothers und ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Es gibt komischerweise, ich weiß gar nicht warum, nochmal Man of the Match Ibrahimovic. Ich glaube, als der rausgekommen ist, waren die Server down. Das könnte sich für mich als einzigen tatsächlichen Grund erschließen. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, er ist auf jeden Fall wieder da. Ibrahimovic, Man of the Match, und den wollen wir natürlich gerne ziehen. Und ja, vorab, falls ihr günstige Ultimate Team Münzen und PSN-Karten und etc. kaufen wollt, schaut mal in die Beschreibung, MMOGA, momentan wirklich günstigen Kurs. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal fürs Team of the Season vorbereiten, was ja jetzt auch, glaube ich, nächste oder spätestens übernächste Woche kommen wird, mit den Most Consistence. Und ja, falls ihr auch nochmal ein bisschen Merch braucht, dann schaut mal in die Beschreibung auch, ne? Müsste der dritte Link oder so sein. Handyhüllen etc. gibt es da natürlich auch. Hier zum Beispiel in diesem coolen Keep Calm and Watch Gamer Bros. Design, wie ich es hier für meine Handyhülle habe. Und ich werde mal schauen, es gibt auf jeden Fall diese Megasets, 35k Packs und ich würde sagen, starten wir mal. So, erstes Pack, 35k. Ich ziehe mal eins danach, vielleicht zwischendurch nochmal ein paar 7,5er, schauen wir mal rein. Erstes 35k Pack, komm schon, da sind eigentlich immer relativ geile Spieler drin und wir fangen direkt mit Mainform an. Jagielka, boah, viele Spieler, krass. Guarin und Inform Jagielka, der wird bestimmt nicht so viel wert sein. Zwischen 35 und 50k und er wird nicht verkauft. GG, ey. GG. So, zweites 35k Pack. Ich knall jetzt vielleicht doch alle hintereinander einfach hier durch. Komm schon, das erste war ja schon relativ erfolgreich. Xavi, 86er Spieler und Alaba. Ey, gar nicht schlechtes Pack. Alaba ist auch relativ viel wert. Also die Packs gehen doch hier eigentlich. Zwischen 30 und 45k wird sogar anscheinend verkauft. Ich habe uns bis jetzt, theoretisch, wenn mein Dings hier, Jagielka Inform, verkauft werden würde, was er nicht wird, hätte ich bis jetzt sogar Gewinn gemacht. Nicht schlecht, läuft bei mir. So, Freunde, nächstes 35k Pack, komm schon. Bitte nochmal was Gutes. Die ersten beiden waren richtig gut und Distin ist mein bester Spieler im 35k Pack. What? Oh, wer ist das? Park Yoho, ein Linksverteidiger mit 81 Pace. Könnte vielleicht sogar ein bisschen was wert sein. Zwischen 1 und 5k. Ah, so viel kostet er dann auch nicht. Also dieses Pack war ziemlich beschissen. Aber ein gratis Goldset. Nice. So, schauen wir mal in das vorletzte 35k Pack rein. Komm, bring mir mal was Gutes. Komm schon, die ersten beiden waren so geil. Das letzte war nicht so. Ah, Toulalo. Ah, ja komm. Qualitativ wird es jetzt gerade nicht so gut. David Alaba. David Alaba. David Alaba und Inform. Leute, ich hab's euch doch gesagt. Hashtag David Alaba Pack. Es ist so schade, dass ich das T-Shirt nicht anhab. Taik Saira, ziehen wir einfach mal ein Inform im 7500er Pack, der aber nicht viel mehr wert oder genauso viel wert ist wie der Abschlusspreis. Aber Leute, ne, Alaba Pack, ich sage euch, Hashtag Alaba Pack, T-Shirts, ne, gibt's auch in der Beschreibung, um damit ja jetzt zur Werbung zu nutzen. Geil auf jeden Fall. Hashtag Alaba Pack, würde ich sagen. So, Leute, und da ist das letzte 35k Pack. Ich werde unter den Tisch gucken. Bis jetzt war die Ausbeute echt ganz gut. Aber komm, so ein Ibra Man of the Match, das wäre doch mal was. Ich gucke auf den berühmten Mülleimer, den wir schon aus FIFA 14 zeigen können, kennen. Und jetzt schaue ich rein. Und, Pelé. Aber mal, oh, Inform Castro. Sauber, gar nicht mal so schlecht. Zwischen 22 und 32k. Schon der dritte Inform, den wir an Land gezogen haben. Auch wenn der wahrscheinlich auch nicht weggeht. GG, ey. Aber gar kein schlechtes Pack. Haben wir einfach mal drei Informs mitgenommen. Läuft bei uns, würde ich sagen. Also echt nicht schlecht. 7400 können wir das Pack abstoßen. Also ich würde sagen, das war sehr erfolgreich. Oh, und Inform DeSantis. Einfach der vierte Inform. Krass, was ist denn heute los? Und er wird nicht verkauft. Oh, EA. Was tut ihr? Warum ist von einem italienischen 80er Inform-Torwart die Price Rank auch so hoch? Oh. Aber egal, der vierte Inform, immerhin. Auch wenn ich jetzt drei von vier Informs nicht verkaufen kann. So, Freunde, letztes Pack für diese Episode, für dieses Pack-Opening. Komm schon, Gonzalo Higuain, bring noch mal was Gutes. Jonas, nicht so geil.
Und ja, ich würde sagen, das war's dann jetzt auch erstmal für dieses Pack-Opening. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr so bis jetzt gezogen habt. Vielleicht auch in den 35k-Packs. Habt ihr Ronaldo abstauben können? Oder vielleicht auch Ibrahimovic, Man of the Match? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Mein Pack momentan, mein Pack-Luck ist ja nicht so geil. Heute waren es jetzt zwar 4 Informs, aber na gut, davon kann ich 3 nicht verkaufen. Danke ihr auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für dieses Video. Eskaliert mal wieder den Like-Button. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin. Ciao Leute, macht es gut und wie immer danke für euren Support. Haut da rein und ciao.